Der Außenseiter führt mit 2:2. Macht das klasse! Mann, ist das für Pokalschlag. Sandhausen schlägt den VfB Stuttgart. Die Situation ist perfekt. Das ist ja riesig. 1:0 für Bestenbergs Freund. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten DFB-Pokalrunde in Rostock. Unser FC Schalke 04 ist zu Gast beim FC Hansa Rostock im Ostseestadion bzw. DKB Arena. Arthur Morage bei uns im Tor, der neue Keeper. Wir spielen in Weiß, Hansa Rostock in Schwarz aufgrund der ja, problematischen Trikotfrage bei Hansa Rostock, denn Blau-Weiß gestreift gegen unsere Blauen bzw. Weißen. Es würde nicht gut sein, deswegen Hansa in Schwarz, wir in Weiß, beide in Auswärtstrikots. Hansa Rostock, das Ostseestadion, da ist es. Kamera bloß Seitenverkehr als Würdigkeit. Ja, ich kenne mich da sehr gut aus in diesem Stadion. Michel Bastos über links. Michel Bastos. Holz ist da und Patrick Wolf in der Innenverteidigung. Nochmal Bastos, kommt nochmal ran gegen Jordanov. Setzt sich durch. Bastos mit der Flanke. Vergepasst, aber Freund und Feind. Ja, ich war das letzte, als Schalke 04 das letzte Mal im Ostseestadion zu Gast war, da war ich dabei. Und zwar war das 2007. 29.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus, 1:1 ist am Ende, da hat 9-0 Neuer diesen kuriosen großen Patzer gemacht, indem er Marc Stein den Ball aufgelegt hat. Ja, Anekdoten von früher. Huntelaar vorbei an Patrick Wolf, Huntelaar wird gelegt, das muss auch eine gelbe Karte geben, jawohl, so ist es, für Patrick Wolf. Das ist die gelbe Karte, Huntelaar mit dem Übersteiger und da lässt Wolf das Bein stehen. Gute Freistoßposition für unseren FC Schalke 04 nach 8 Minuten. Das ist natürlich mit Michel Bastos, ich habe natürlich wieder vergessen, die Aufgaben zu machen das letzte Mal. Bastos! Was für ein Lattenknaller. Kevin Müller hätte da keinen Stich gesehen. Der wäre bald oben eingeschlagen, der Ball. Schade. Gute mögliche erste Chance für unseren FC Schalke 04. Kevin Müller mit dem Abstoß den Draxler abfängt. Bastos, der Aktivposten zurzeit. Verfahren bleibt hängen an Ronny Marcos. Neustädter grätscht den Ball gut weg. Und Garex. Da hat er Quaschen dabei verletzt. Großwinkel, Verfahren bleibt hängen an Matthias Holz, den Kapitän. Quaschner gegen Neustädter. Neustädter macht das gut, aber Johan Plath, der Topstürmer da vorne. Huntelaar arbeitet weit nach hinten zurück. Bastos wieder gegen Jordanov. Van Wolfswinkel auf Fafan. Fafan spielt zurück auf Draxler. Und Draxler gegen Patrick Wolf bleibt da hängen, anstatt mal den Abschluss zu suchen. Latey. Schwaches Zuspiel. Neustädter fängt ihn ab. Huntelaar. Jetzt sucht wieder Michel Bastos. Den kriegt er auch wieder vor Christian Weber. Bastos mit der direkten Flanke. Das ist Fafan. Hinten Holz wieder davor. Und Wolf. Also Schalke gleich am Drücken. Will das 1:0 früh erzielen. Hövedes und Kirchhoff heute in der Verteidigung. Hövedes macht er stark gegen Plath. Huntelaar. Neustädter von Wolfswinkel. Holz ist da. Neustädter fängt wieder ab. Raus auf Fafan, Marcos, der Linksverteidiger von Hansa Rostock, fängt ihn gut ab, Quaschner, auf Johan Plath, 1:0 Hansa Rostock! Johan Plath! Mit der überraschenden Führung, starker Pass von Nils Quaschner, Kirchhoff ist nicht dran an Johan Plath und der macht das, eiskalt der Holländer, der hat die Schule, die Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam durchlaufen, hat er nicht ganz den großen Sprung in die holländische Erstliga geschafft, hat jahrelang zweite Liga dort gespielt, wurde dann 2012 von Hansa Rostock entdeckt und ist der Topsknipser bei Hansa momentan. Kirchhoff, diesmal setzt er sich durch gegen Plath. Huntelaar, Michel Bastos und Huntelaar, nochmal Bastos. Schade, dass ich keine Tormusik und Fernsehen von Hansa hier drin habe, das wäre natürlich überragend hier natürlich. Plath, der Torschütze gegen Kirchhoff, diesmal ist Kirchhoff wieder nicht dran. Bastos, vorbei an Weber, Bastos auf Draxler, sucht Van Wolfswinkel sucht Fafan, das war klassisch mit Fafan, da war mehr drin, Kevin Müller aber auch ganz sicher dort dran gewesen, aber dem hätte Fafan auch gut mal verwandeln können, Van Wolfswinkel, Huntelaar, wieder sucht der Fafan, der da fast schon in der Spitze spielt, gegen Matthias Holz, kann er sich aber nicht durchsetzen, Jordanov, Johan Plath, auf Nils Quaschner, das große Talent zurzeit bei Hansa, zusammen mit Tom Weiland und Eddie Jordanov, die in der Realität leider weggegangen sind. Quaschner hoffentlich bleibt noch. Van Wolfswinkel, klasse gespielt auf Jefferson. Verfahren, den muss er eigentlich haben, hat er auch. Jetzt muss die Flanke kommen, das ist Huntelaar, kann sie nicht durchsetzen. Und Hansa rettet sich daraus mit vereinten Kräften. Latey, schlechter Pass, Huntelaar gegen Wolf. Wolf setzt sich tatsächlich durch. Nochmal Höwe, der ist Latey. Sein Pass findet diesmal Johan Plath. Jordanov kommt mit über rechts.
Pilatay, nochmal Jordanov. Und Kolasinac und Bastos stoppen ihn, aber Bastos von hinten mit den Armen geholfen. Deswegen Freistoß für Hansa Rostock. Mohamed Latay mit dem Freistoß. Der kommt gar nicht schlecht. Fafan ist da. Konterchance nicht für Hansa. Abseits diesmal von Hansa Rostock. Und zwar ist das Nils oder Matthias Holz, müsste es gewesen sein. Der letztendlich aber nicht aktiv eingreift. Glück gehabt da. Ja. Moraes mit dem Freistoß auf Verfahren, der verlängert auf Draxler. Draxler auf Wolfswinkel direkt gespielt. Wolfswinkel hat Platz. Weiland verfolgt ihn zwar, aber immer noch Platz. Wolfswinkel raus auf Verfahren. Verfahren mit der Flanke. Holz. Nee, das war Haas, war das. Und Hansa macht das hier richtig gut. Sind ja fast aufgestiegen. In der Relegation gescheitert leider. Plath gegen Kirchhoff. Kirchhoff setzt sich da zusammen mit Neustädter. Neu von Wolfswinkel mit dem Fehlpass. Der gefällt momentan gar nicht, der Wolfswinkel. Das ist gar nichts, was er zeigt momentan. Van Voswinkel, wieder so ein Nee, das war ganz leichtsinnig abgegeben. Van Voswinkel gefällt mir gar nicht. Da muss ein anderer Spieler reinkommen. Und zwar denke ich da klar an Philipp Max. Halt nicht runter. Philipp Max wird kommen für. Ja, für Ricky Van Voswinkel. Das war gar nichts bislang von ihm. Halb seine Sprache. Das war nicht der Matchplan, Leute. Spielergespräche. Ja, Huntelaar motivieren wir mal. Draxler, Bastos, Neustädter und auch Kirchhoff sollten mal ein paar warme Worte auf den Weg geben. Und Lasinac mit einer Massage, Garrix und Bastos. Ab geht's in Hefte 2. Wechsel also bei uns. Ricky Van Voswinkel raus. Philipp Max, der Shootingstarei mit der Nummer 11, die er jetzt ja bekommen hat zur neuen Saison. Und ab geht's. Kommt schon, Leute. Also hier kann er wohl nicht schlecht. Ich meine, würde mich auch freuen für Hansa, ne? Aber das ist natürlich sehr unpassend, hier rauszufliegen in der ersten Runde. Johan Plath. Neustädter. Huntelaar auf Philipp Max. Max gegen Volst. Huntelaar, Max, starker Doppelpass. Max nochmal links raus auf Bastos. Bastos nochmal auf Huntelaar. Huntelaar, klasse mit der Hacke. Philipp Max, und das war ein klasse rausgespieltes Tor. Und da war der Joker wieder. Und das war sauber gespielt. Max raus auf Bastos. Bastos zurück auf Huntelaar, der mit der Hacke in den Lauf von Max. Und der eiskalt vor Kevin Müller ins kurze Eck. Das auf die Südtribüne von Hansa Rostock. Klasse hier von Huntelaar weitergeleitet. Und Philipp Max eiskalt verwandelt. Der Ausgleich in der 48. Minute für Schalke, jawohl. Genau so soll es aussehen, genau so sollen wir spielen. Sau spielt ein Champions League-Anwärter. Bastos. Max sitzt ja nicht durch, aber Huntelaar kommt nochmal ran. Huntelaar, Max da hinter Holz. Huntelaar, klasse, dazwischen gegangen. Und nochmal holen wir uns den Ball zurück. Max. Philipp Max gegen Holz, kann er sich diesmal nicht durchsetzen. Und Jordanov. Draxler, klasse geholt. Raus auf Bastos. Michel Bastos gegen Weber. Bastos flankt. Max kommt nicht ran. Holz klärt wieder. Zusammen mit Wolf. Das machen sie ganz gut in der Innenverteidigung. Jordanov auf Plath. Okay, ich hoffe schon wieder. Sieht der alt aus. Hövedes. Stark von unserem Kapitän Benny Hövedes. Bastos. Huntelaar. Sieht wieder Philipp Max. Schade. Holz ist schneller dran. Plath gegen Neustädter. Neustädter sauber. Und Draxler. Huntelaar, Max, sieht Fafan. Fafan lässt ruhig. Ah, der kommt, geht ein bisschen knapp weiter aus. Fafan gegen Marcos. Marcos mit dem Foul. Gibt Freistoß für Hansa. Für Schalke. Wechsel bei Hansa Rostock. Florian Heller kommt rein. Für Nils Quaschner. Und Freistoß. Michel Bastos. Flankt diesmal rein. Kopfball, Höwe, das kommt nicht ran. Latay, Kontermöglichkeit Hansa. Plath. Plath gegen Kirchhoff. Kirchhoff sieht Alida nicht gut aus. Jordanov auf Plath. Hansa kontert. Plath wieder raus auf Jordanov. Nochmal klasse gespielt auf Plath. Neustädter hat aufgepasst. Sehr gut. Und Bastos. Huntelaar. Jetzt sucht er wieder Philipp Max. Ah, Holz ist wieder schneller dran an Philipp Max. Da sucht der, ist der erfahrene Holzer dann doch gedanklich immer schneller dran. Von der Geschwindigkeit ist er, kann er natürlich schneller sein als Max. Plath war im Abseits. Gibt Freistoß für unsere Schalker. Nochmal Wechsel bei Hansa Rostock. Alexandre Mondi kommt rein. Der Franzose. Für Ronny Marcos. Als Linksverteidiger auch noch. Das ist ja ein Ding. Huntelaar. Huntelaar links raus auf Bastos. Weber ist davor. Also seit dem Tor sieht man uns nicht mehr wirklich viel. Plath. Kolasinac. Sehr gut aufgepasst. Aber wir versuchen es. Bastos. Huntelaar. Max kommt nicht entgegen. Hövedes. Kirchhoff. Gut diesmal. Schneller als Plath diesmal.
Nochmal Huntelaar gegen Weber. Huntelaar. Max im Abseits. Wir wechseln. Wir werden wechseln. Für Fafan kommt Renato Augusto. Auf die rechte Seite. Der 15 Millionen Zugang. Und nochmal dritter Wechsel bei Hansa Rostock. Bei uns, wie gesagt, Renato Augusto rein, die Nummer 8. Und Luka Tankulic kommt für Jonas Plath bei Hansa Rostock. Und Kevin Müller mit dem Freistoß. Holzt. Holzt weit nach vorne auf Heller. Der müsste an dem Abseits gewesen sein. Nein, kein Abseits. Kolasinac. Klasse gespielt von Hansa Rostock. Schade, dass sie nicht aufgestiegen sind. Mohamed Latte mit dem Eckball. Vor der Nordtribüne. Latte. Und Arthur Moraes muss das erstmal richtig eingreifen. Moraes. Renato Augusto verlängert. Auch Philipp Max. Gut gemacht. Max. Seitenwechsel. Oh, Kolasinac pennt. Und holt ihn aber trotzdem noch. Bastos. Huntelaar. Huntelaar. Das ist Philipp Max. Max Pfosten. Klasse gespielt. Der Ball von Huntelaar und Philipp Max mit seinen schwachen Rechten. Bisschen zu sehr aufs lange Eck gezogen. Und zwar ging es an den Pfosten. Höwedes gegen Heller. Höwedes setzt sich durch. Sehr gut. Draxler. Draxler auf Garrix. Oh, Garrix weit vorne. Und wir wechseln noch ein drittes Mal aus. Werden für Garrix Uschida bringen. Frischen rechten Verteidiger bringen. Kurz vor Schluss. Denn es sieht so aus, als ob es in die Verlängerung geht. Tankulic. Gegen Draxler. Und nochmal weiter bei nach vorne. Oh, der Ball kommt durch. Müller ist draußen. Klärt. Heller, Tankulic, Kirchhoff. Sieht wieder nicht gut aus. Kirchhoff lässt ab. Links raus, rechts raus auf Christian Weber. Weber mit der Flanke. Das ist Weiland. Moraes, Kirchhoff. Mit vereinten Kräften schaffen wir es hier, Hansa Rostock, nicht den Führungstreffer zu erzielen zu lassen. Oder der Siegtreffer wäre es sogar gewesen. Den Ball kriegt Huntelaar nicht. Jetzt der Wechsel. Uschida für Garrix. Eieiei, dicke Möglichkeit für Hansa Rostock. Weber, und da ist... Nee, noch nicht Schluss. Ich dachte, das wäre abgepfiffen worden. Holz. Und da ist Schluss. Es geht in die Verlängerung gegen den FC Hansa Rostock im Ostseestadion. Das wird eine spannende Angelegenheit hier beim FCH. Wow, hätte ich nie gedacht, dass sie sich so stark dagegen stemmen. Aber die sind richtig gut aufgestellt. Die spielen richtig gut. Wir lassen da zu selten unser eigentliches Können aufblitzen. Das wird nochmal richtig spannend. Jetzt in der Verlängerung, Leute. Ich bin gespannt. Da haben wir sie, die Rostocker. Schalke-Fans sind jetzt zu hören. Rostocker lockern sich nochmal. Kevin Müller, der Keeper. Heller und Weber, die Neuzugänge bei Hansa. Und Anstoß, Heller und Tankulic. Möngdi spielt tatsächlich linker Verteidiger. Kirchhoff mit dem plumpen Foulspiel. Jan Kirchhoff. Gefällt mir gar nicht, was der spielt hier heute. Weiland will da unbedingt eine gelbe Karte für sehen. Freistoß, Mohamed Latay. Scheffelt das Ding rein. Heller, Höbert ist da. Uschida, Max. Der Torschütze zum 1:1. Jordanov. Tankulic, nochmal Hansa. Tankulic, Bastos, pass auf. Draxler, jetzt haben wir ihn. Und Huntelaar. Huntelaar, langer Ball auf Philipp Max. Diesmal setzt er sich durch gegen Holst. Neustädter, sieht Huntelaar. Klasse gespielt. Huntelaar, gut. Aber Haas ist vor Max da. Und andere Richtung wieder. Tankulic. Hin und her geht's ja hier heute. Tankulic gegen Kirchhoff. Kirchhoff lässt sich abschütteln. Das ist Heller. Heller aus dem Netz. Riesenmöglichkeit für Hansa Rostock. Amoraj hätte das kurze Eck auch zugemacht. Da war er im bedrohten Eck. Arthur Moraes. Langer Abstoß. Max. Gute Ballbehauptung. Draxler auf Huntelaar. Huntelaar links raus. Der war sehr optimistisch gespielt. Gibt Abstoß nur. Kevin Müller. Auch langes Ding. Renato Augusto. Wieder Max. Gegen Holz zieht sich durch. Bastos. Huntelaar. Huntelaar. Nee. Hansa versucht hier mehr vorzubereiten. Sollen wir lieber selber wieder den Abschluss suchen. Wir haben klar mehr Ballbesitz. Aber Hansa immer wieder mit Nadelstichen, die uns, die sehr gefährlich werden. Nochmal Neustädter. Der Pass war klasse. Aber Max verpasst es. Lässt den Ball aufsetzen. Max mit der Flanke. Huntelaar. Und Wolf ist da. Vor Huntelaar am Ball. Haas. Draxler fängt ihn ab.
Nochmal Max gegen Haas. Schlecht gespielt von Philipp Max. Und da ist die erste Hälfte der Verlängerung um. 105 Minuten sind vorbei. Steht weiter 1:1. Mir wäre es lieber, wenn wir vor den 120 Minuten noch den Siegtreffer machen. Eieieiei. Den Elfmeterschießen, glaube ich, halte ich gar nicht aus. Denn das ist immer sehr grausam und meist immer mit schlechtem Ende für uns. Huntelaar auf Max. Huntelaar. Huntelaar lässt den Ball weit vor. Huntelaar auf Max. Max gegen Holst. Kein Foul. Kein Elfmeter. Kolasinac macht eine gute Partie auf Linksverteidigerposition für Büttner. Huntelaar auf Max. Gegen Holz. Nochmal Max. Nochmal Huntelaar. Oh, schlecht gespielt. Bastos kommt doch hier ein Gegner. Fehlt natürlich den entscheidenden Körner jetzt. Kirchhoff stark diesmal. Nochmal Philipp Max. Sehr aktiv Pfosten hier seit seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit. Renato Augusto. Unnötige Foul. Auch hier fordert Tom Weiland erneut die gelbe Karte. Wie soll er nachgetreten haben da? Aber Renato lässt sich da nicht bequatschen. 113 Minuten sind gespielt, steht weiter in 1:1. Es sieht nach Elfmeterschießen aus. Heller Hövedes ist da. Und Augusto nochmal. Max. Seitenwechsel mit Huntelaar. Den kriegt er wieder nicht. Der Ball wird enorm schnell, wenn er einmal aufsetzt. Huntelaar klasse gekämpft noch. Aber leider kein Erfolg. Weber. Jordanov. Spielt in die Mitte rein auf Holz. Den Kapitän. Huntelaar kommt nicht ran. Latte. Und da können wir vielleicht profitieren von einem Fehler von Hansa. Einwurf für unsere Mannschaft. Für Schalke in der weißen Garnitur. Draxler. Huntelaar. Nochmal Bastos. Oh, böse drüber gehalten, würde ich sagen. Wieder kein Pfiff für Hansa. Und das ist los. 120 Minuten drum. Es steht nur 1:1. Es geht ins Elfmeterschießen der ersten Pokalrunde gegen Hansa Rostock. Eieiei. Ich wusste, dass es schwer wird. Ich wusste es. Und ich. Jetzt habe ich echt. Ein schlechtes Gefühl, ein ungutes Gefühl, Leute. Es geht ab ins Elfmeterschießen. Zuerst unser sicherster Schütze eigentlich. Klaas-Jan Huntelaar, der Torschützenkönig der letzten Saison. Gegen Kevin Müller. Der ist eigentlich kein Elfmeter-Killer. Heute auch nicht. 1:0 Schalke. Mohamed Latte gegen Arthur Moraes. Ist Moraes ein Elfmeter-Killer? Latte an den Pfosten und rein das Ding. Sauber verwandelt von Mo Latte. Jetzt kommt Michel Bastos gegen Kevin Müller, der wie gesagt eigentlich kein Elfer-Killer ist. Bastos sicher. 3-2 insgesamt, 2-1 im Elfmeterschießen. Heller tritt an für Hansa. Florian Heller. Heller verschießt! Vom Pfosten an den Rücken von Moraes. Und jetzt kommt Uschi. Atsudo. Uschida für Schalke. Ganz sicher von Uschi. Und jetzt kommt Leonard Haas für Hansa Rostock. Leo Haas. Auch er verlädt Arthur Moraes da. Ganz sauber. Aber weiterhin Schalke vorne. Julian Draxler. Draxler! Eiskalt in die Mitte. Wenn Weber jetzt verschießt, dann ist Schalke durch. Christian Weber. Und Moraes kann nicht halten. Aber jetzt, wenn wir ihn jetzt machen, wenn Neustädter ihn jetzt verwandelt, sind wir weiter. Roman Neustädter. Trifft nicht! Er schießt vorbei! Das kann doch nicht wahr sein! Wenn Moraes jetzt hält, dann sind wir auch durch. Tom Weiland. Drin, Ausgleich. 4:4, 5:5 insgesamt. Es geht weiter. Renato Augusto, 15 Millionen Euro von Corinthians Sao Paulo. Renato Augusto verwandelt sich ja. Edison Jordanov, in Wirklichkeit nach Dortmund gewechselt. Super Talent bei Hansa Rostock. Edison Jordanov, eiskalt. Moraes verladen. Es geht immer noch weiter. Philipp Max jetzt, der Torschütze zum 1:1. Max scheitert an Kevin Müller und den Pfosten. Alexandre Mondi, sicherer Elferschütze bei Hansa Rostock. Mondi, auch Moraes hält. Es geht immer noch weiter. Seat Kolasinac für Büttner heute im Spiel. Seat Kolasinac, eiskalt. Was ist denn hier los? Luka Tankulic, Neuzugang von Wolfsburg gegen Arthur Moraes. Neuzugang von Benfica Lissabon. Tankulic, auch er eiskalt. Hansa Rostock kalt, schnäuzig wie nie zuvor. Jan Kirchhoff. Eieieiei. Jan Kirchhoff verschießt und jetzt muss Holz den einfach nur reinmachen. Matthias Holz, drin das Ding. Hansa Rostock ist weiter, wir fliegen aus dem Pokal raus. Ich fasse es nicht.
Wir scheitern im Elfmeterschießen an Hansa Rostock. Und das gar nicht mal unverdient. Der Fluch des frühen Pokal aus, er verfolgt mich weiterhin. Das letzte Saison war nur ein Ding. Naja. Ja, Leute. Wir scheitern 8:7 im Elfmeterschießen gegen Hansa Rostock. Der tragische Held Jan Kirchhoff. Beim 1:0 Siegtreffer von Hansa Rostock sah er nicht gut aus. Das ganze Spiel sah er nicht gut aus. Und am Ende verschießt er den entscheidenden Elfmeter, der Hansa Rostock zum Sieg führt. Wir scheitern in der ersten Runde gegen den Drittligisten Hansa Rostock. Ganz, ganz bitter für uns. Matthias Holz, der beste Mann, der Abwehrchef da bei Hansa Rostock, der war saustark. Holzer. Molate bei Hansa gar nicht gut, das stimmt, kann ich teilen. Philipp Max mit der beste Mann nach Einwechslung, da hat er das Tor erzielt. Und immer wieder für Wirbel gesorgt im Sturm. Benny Höwedes, unser bester Mann heute. Jan Kirchhoff für mich müsste noch eine schlechtere Note haben. Für mich heute der totale Versager. Also das war gar nichts, was Jan Kirchhoff da heute gezeigt hat. Im gesamten Spiel über. Immer wieder Unsicherheit, immer wieder hat er sich da abschütteln lassen. Und dann natürlich, ja klar, bitter, dass er da den Elfmeter verschießt. Aber was soll man machen? Ach, nee. Elfmeterschießen, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Und am Ende ist es eingetroffen. Mal sehen, wie viele Bundesligisten noch unser Leid halten. Fortuna Düsseldorf zum Beispiel, scheitern Alemannia Aachen. Eintracht Frankfurt scheitert gegen Karlsruhe SC, also auch mehrere Bundesligisten, die anderen beiden Bundesligisten scheitern auch. Haching gegen Stuttgart 2:0, Regensburg gewinnt gegen Lautern mit 2:0, Aalen gegen Gladbach 1:2, Bayern 3:0, souverän gegen RB Leipzig, Babelsberg Bochum 1:2, Chemnitz gegen Wolfsburg 1:4, Hansa gesetzt sich gegen uns mit 8:7 Elfmeterschießen durch, vorausverkauft im Haus mit 29.000 Zuschauern. Wackerburghausen unterliegt Werder Bremen knapp mit 1:2. Osnabrück ebenso knapp gegen Freiburg mit 0:1. Preußen Münster schlägt FC Augsburg mit 2:1. Der nächste Bundesliga ist also raus. Bielefeld ebenfalls knapp gegen Leverkusen mit 2:3. Fürth schlägt Trier 3:1. Zwickau gegen HSV ganz knapp 0:1. Aber Adam Schorlei, unsere Leihgabe, macht das Tor dort. Sportfreunde Lotte ebenfalls knapp 1:2 gegen Hoffenheim. Dortmund, unser Revierrivale, scheitert auch im Elfmeterschießen. 5:4 gegen Offenbach, 0:0 nach 120 Minuten. Halle gegen Hannover ebenfalls knapp 1:2. FSV Frankfurt gegen Duisburg im Zweitliga-Duell 1:2. Union gegen Mainz 0:5. Erfurt gegen 60 2:1. Der nächste Top-Favorit eigentlich raus. Wiesbaden gegen Sandhausen 0:2. Darmstadt, Ingolstadt 0:4. Heidenheim, St. Pauli 0:3. Saarbrücken gegen Köln 1:4. Viktoria Köln gegen Aue 1:2. Magdeburg Hertha 0:1. Kassel gegen Nürnberg 1:2. Kiel schlägt Dresden 3:1. Meppen gegen Paderborn 1:3. Fortuna Köln gegen Cottbus 0:2 und Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Braunschweig 1:2. Also es sind noch mehrere Bundesligisten rausgeflogen, aber wir eigentlich der größte Bundesligist, der rausgeflogen ist. Das ist Profifußball und ich stehe jetzt hier und ich muss Ihnen die Lage erklären, die nicht sein muss, wenn man das Ding klar spielt und klärt. Und das ärgert mich maßlos. Genau so ist es. Wir hätten es gar nicht zum Wiederschießen kommen lassen brauchen. Wir hätten vorher zwingendere Torchancen ausspielen müssen. Aber unsere Mannschaft wollte es einfach nicht. Das Tor war ein Zuckerschmaus von Philipp Max. Aber ansonsten war das gar nichts von unserer Mannschaft. Jetzt ist es ganz wichtig, sich für die Champions League zu qualifizieren, um jetzt wieder ein bisschen aufmunternder zu werden. Das scheitert natürlich an, nagt natürlich an dem Vorstandsvertrauen. Konzertanfrage für Schalke, ja, nehmen wir mal an. Aber die Kosten für die Reparaturstraße sind 25.000 Euro höher als die Mieteinnahmen. Budget wurde reduziert, um 5,7 Millionen gekürzt. Ja, hier vor allem in den Baukosten wurde was gekürzt. Weil Transfers haben wir noch was. Da können wir noch mal einkaufen, Leute. Wir können auf jeden Fall noch mal einkaufen. So, ich würde sagen, ja, wir sehen uns wieder zum nächsten Spiel. Aber hier ist ja noch ein bisschen was zwischen. Ah, Leute, ich werde sehen, wie ich das mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.